Das folgende Video wird Ihnen präsentiert von Tarifcheck, das Online-Vergleichsportal. Bratan z Martinas Batuchas, ich habe auf jeden Fall drei Joker. Den einen sieht ihr noch nicht. Und damit recht herzlich willkommen zu Wahrheit oder. Heute mit Capital Bra und außerdem natürlich mit Ilaj und mit Ozan. Das sind seine Joker. Ja? Du bist der erste Gast bei Wahrheit oder, der wirklich Joker mitgebracht hat. Ja, natürlich. Normalerweise ist der Joker ja, dass du einen kurzen trinken willst. Nein, nein, Bruder, ich trinke nicht. Wenn alles gut ist, dann trinkst du diese Flasche heute. Komm. Dein Ernst, ne? Du willst, dass ich mich trinke, oder? Komm. Soll ich dir zuerst eine Frage stellen, ja, oder willst du mir? Stell du mir zuerst eine Frage. Komm, ladies first. Oh ja, sehr gute Frage. Kiss, marry, this. Was? Was ist das? Pass auf. Ja, ich erzähl dir jetzt. Was ist das? Das heißt, also küssen, heiraten oder dissen. Ich nenne dir drei Personen. Du sagst, welche von diesen Personen du küssen würdest, ja, heiraten würdest. Ja, Frau hin oder her, ist egal. Ja, ja, ich verstehe schon. Oder dissen würdest. Okay, komm. Okay, die drei Namen. Ja. Shirin David, Lea und Elif. Wen von denen würdest du küssen, heiraten oder dissen? Schichtiger, ja. Wenn ich jetzt dissen sage, die machen Bella morgen Rap-Update. Ich weiß nicht. Lea ist eine ganz korrekte. Was war da noch mit Dings? Küssen, heiraten oder dissen? Heiraten nicht. Ich würde sie einmal küssen, ist okay. Die Lea? Ja. Okay. Genau. Okay, geküsst hast du. Jetzt musst du nur noch heiraten und dissen. Wen von Shirin David oder Elif? Ach so, nein, ey. Ja. Ich hab das Spiel nicht verstanden. Schau mal. Okay, mal. Hey, ich fang nein. Mal von vorne an. Nein. Also es läuft auf Bella hinaus, egal was ich dir antworte. Das ist es. Nein, ja. Nein. Dann kannst du trinken. Nein, ja, ich trinke. Komm. Oh, komm. Das ist doch nein, einfach. Nein, ich trinke. Ich trinke. Bruder, weil ich will kein irgendwas jetzt dissen. Am Ende eine Elif. Denkst du, will sie dissen oder irgendwas steht in David? Reicht das? Bro, das reicht nicht. Hau mal rein da. Was willst du mich, Bruder? Rasier mich mal nicht. Aber da ist auch gar nichts drin. Gib, Bruder, gib. Wallah. Wallah, Digga. Du kannst doch scharf ab. Du kannst doch scharf ab, hab ich mal gesehen. Du kannst scharf ab, oder? Ja, ich hab Joker, bevor ich hab Joker, ne? Ja. Wenn, ey, die müssen für mich trinken. Bruder, das reicht jetzt. Das reicht. Okay, ey, guck mal, Ilaj, du bist der Joker. Ich küsse dein Ernst, du willst der Joker für deinen Bruder sein. Jetzt gib dir, Bruder, ja. Hau weg, Bro, Bruder. Aber das ist aber jetzt doof, ne? Warum? Du, du hast gesagt, meine Joker, ich hab drei Stück. Ja, ne, Allah, was ist los mit euch? Wollt ihr auf meinen Nacken Bella machen und ich muss jetzt. Ich liebe dich, komm für Bra-Musik. Ja. Hau weg, Mann. Mann, Dicker, trink wir mal. Ja, ich stark. Das war's. Stark, was für ein Gesichtsausdruck. Was sagst du? Ja, ne. Ist okay. Welche Droge hast du schon einmal genommen? Probiert. Ich hab mal gekifft, Mann. Darf ich auch sagen. Ja, ist doch nicht. Ja, was ist das für ein. Was ist das, ja? Wie willst du dissen? Frag mich mal, welche Droge ich genommen habe. Ja, aber vielleicht kommt die Frage noch. Wallah, ja. Ich will mit heiraten. Man fragt mich, ich sag dir mal. Das ist dein Herz hier. Nimm mal deine Karte. Ich pack sie mal zur Seite. Hast du mich. Ja, aber Bruder, die haben sich gezinkt, diese Dinger. Mit wem dieser Künstler würdest du ein Feature machen? Okay, komm. Moneyboy, Barello oder ApoRap? Boah. Ja, das ist Wahrheit, oder? Das ist kein einfaches Spiel. Bruder, ich sag dir ehrlich, bevor ich diese trinke, Barello. Was soll ich dir sagen, Bruder? Ich küsse dein Herz. Ich hab aber ein bisschen Schiss, ey. Tschüss, Dicker, wie viel Geld hast du auf deinem Konto? Aber das sind immer Rede, doch nicht über dich. Ey. Ja, stark. Ey, gib mehr, ich mach gentle, ich bin gentle. Aber ich bin neugierig. Bruder, aber so. Bro, warte doch mal. Bruder, ich küsse dein Herz. Was machst du denn? Guck mal. Wer gezinkte Karten hat, muss auch das Doppelte trinken. Bratan, dabei. Komm, wie Chai. Darum runter damit, Bratucha. Stark, siehst du? Siehst du, wie ein Mann. Wer Karten trinken kann, kann auch diese trinken. Nicht sauer sein, Bro. Quatsch. Ich küsse deinen Kopf. Es wird jetzt aber, jetzt wird's schlimmer. Okay, komm. Manche sehen die Tasse halb voll und halb leer. Ranke folgende Diss-Tracks gegen dich von 1 bis 10. Wallah, was ist das hier? Halt die Schnauze.
Du fickst dich jetzt. Auf damit, Mann. Warte, hör mal zu. Yakari, Kapi des Wave, Bushido, Dark Knight und Angie, Kommissar Bra. Ich küsse dein Herz. Erstmal kenne ich den ersten Song von Yakari. Ich wusste nicht, dass Yakari mich gedisst hat. Bruder, ich soll bewerten, dass ich gedisst wurde. Ja, wie findest du den Song? Ich glaube, von Yakari habe ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was der gesagt hat. Dann hast du es nicht gehört. Kapi des Wave, ja. Dann weißt du es nicht. Von Bushido, der hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Scheiße zu labern, ist stark. Okay. Und von Angie. Was sagst du von 1 bis 10 bei Bushido Song? Kann ich bewerten. Ich sag dir so mit Wort einfach. Okay. Kommissar Bra, ja, nee. Musste nicht sein, sag ich mal so. Ich brenn. Was heißt das? Unterbewertet, ja. Welcher Reporter ist für dich unterbewertet? Welcher Moderator? Ah, ach so. Ja, underrated. Also, welcher Moderator? Boah, das ist der Bosco hat sich richtig warm, Bruder. Boah, das ist wie eine Geschäppe. Wie heißt unser ProSieben? Steven Gischen. Ja, komm mal, die haben gezählt. Oh, jetzt kommt. Welcher Rapper ist overrated? Was ist overrated? Overrated, welcher Rapper ist zu sehr gehypt und hat es nicht verdient, ist Käse eigentlich. Nein, Bruder, jeder, der gehypt ist, hat es verdient. Voilà. Mein Bruder, nicht ich entscheide, wer was verdient hat. Sag ich mal so, mein Bruder. Das heißt, du gönnst es jedem? Natürlich, vom Herzen? Natürlich, mein Bruder. Auch wenn ich Müll laber? Bruder, Gott hat alles für uns geschrieben, mein Bruder. Jeder bekommt doch sein. Das, was er bekommen soll. Sein Hack, weißt du, ich meine, die sind nicht umsonst da. Jetzt haben wir, komm, welcher Moderator ist für dich overrated? Ich weiß es jetzt schon, Markus Lanz. Wer war denn das nochmal? Markus Lanz ist der vom ZDF. Ah. Ey, nicht, dass ich mit dem jetzt Beef hab oder so. Alles gut, jo. TikTok fighten halt nochmal. Okay. Gegen welchen Rapper würdest du in den Ring steigen? Kann auch jemand sein, wo du sagst, ist ein Bro von mir? Oder ich bin Musiker, kein Kämpfer. Wenn was ist, dann ich will nicht kämpfen. Ich werde mich nur verteidigen. Weißt du, ich meine, wer in den Ring geht, geht sich nicht nur verteidigen. Der will kämpfen. Verstehst du, wie ich meine? Deswegen. Bruder, jetzt, ich schöpfe komisch, ich kann das nicht lesen. Ich sag dir ehrlich. Welchen Moderator würdest du mal ohrfeigen? Das ist eine gemeine Frage. Boah, nee, das wäre zu viel. Tschüss. Du musst Namen sagen. Das ist doch dein Name, Digga. Was ist los mit dir? Ja, aber der hat ja schon eine Ohrfeige bekommen. Wer? Oh. Ah. Wallah, wir verstehen uns. Kiss, marry this, brother. Oh nee, hör auf, Mann. Und wir können gleich anfangen mit Oliver Pocher, Shirin David und Marek hier, das kann ich nicht lesen, Bruder, am Ende. Marc Gebauer, von dem hast du doch... Ach so, Bruder, Tag. Ich küsse deinen. Ich kann deine Schrift nicht lesen, ja, den Namen kenne ich. Ist nicht meine Schrift, aber ist nicht schlimm, ich küsse, aber ich kann es lesen. Aber ja, okay. Lustig ist, Marc Gebauer hatten wir ja mal interviewt und er hat auch wirklich, muss ich sagen, lobende Worte von dir gesprochen. Er hat gesagt, mein Bruder, den würde ich niemals in die Pfanne hauen. So, Kiss, Mary, This. Also This Oliver Pocher, auf jeden Fall, ich stehe dazu. So, Kiss, Mary, also wen würde ich küssen? Ich bin ehrlich, ne? Marc Gebauer würde ich heiraten. Wir beide im Anzug sehen bestimmt fresh aus. Ja, okay. Walla. Der hat als er geheiratet hat, diesen rosa Anzug gehabt. Ja. Ich ziehe einen weißen Anzug an, dann passt das. Hashtag no homo. Ein. So, und küssen würde ich dann Shirin David. Einfach mal gesagt. Stark hast du gemacht, Bruder. Ich will nicht mehr trinken, Baba. Ne, ich küsse dein Herz. Das war's, Bruder. Alles gut, alles gut. Oh, warte. Ach du Scheiße. Lies doch erstmal vor. Nein. Ich weiß, er wird nicht antworten. Aha. Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Auf welchem? Nenn mir so, Vater, weil ich so nett bin. Nein, es gibt ein Konto, das, keine Ahnung, 10.000 Euro drauf. Stark! Ja. Du hast nicht gesagt, welches Konto. Ich habe auf Konto 10.000. 10.000? Ja, trink mal selber. Ja, da muss ja keiner. Ja, mich kann man. Achso, haben wir noch? Also ja, eine, du, eine nicht. Okay, eine letzte. Gut. Okay. Welche Straftat hast du schon einmal gemacht? Ja. Habibi, Bruder, wenn es nicht verjährt ist, würde ich trinken, sag ich dir ehrlich. Aber warte ab, er wird jetzt trinken. Ist noch nicht verjährt. Bruder, Straftat ist so. Warte mal, Straftat ist relativ. Was ist mit Straftat gemeint? Bruder, alles über 5 Jahre. Bruder, komm her, ich muss dir was ins Ohr sagen. Okay, stark. Nein. Du hast doch schon eingegossen. Nein. Was ist los, mein Bruder? Gießt du ein, trinkst du nicht? Okay, komm. Ja, lass es schmecken, Brate. Letzte Frage. Erzähl. Welchen Rapper machst du jetzt eine Ansage? An alle. Schöne Grüße, Bra Musik, willkommen. Brrrra. Ich küsse dein Herz. Ich hoffe, Jungs, euch hat es allen geschmeckt. Danke. Baba, stark, Jungs. Osan. Ah, voilà. Vielen Dank. Brother. Danke dir, Bruder. Sehr, sehr gerne. Bleibt gerne kurz sitzen. Wir sagen einmal Tschüss. Und wenn euch das Video gefallen hat, das war Wahrheit oder heute mit Bra Music.
und Capital Bra. Du weißt Bescheid, Ben. Daumen hoch, Video teilen und folgt uns natürlich weiterhin. In diesem Sinne, tschüss. Tarifcheck, das Online-Vergleichsportal, präsentierte Ihnen das Interview.